Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal im S19 Challenge Projekt mit dem unfassbar guten Sieger, LS Profi. Und ja, ich bin jetzt am Fressen und passe heute mal ohne Grissi. Ah ne, du bist ja auch da, moin. Merk immer, Herr Kollege, merk immer. Und jo, dann würde ich sagen, schaut bei ihm nicht vorbei und tut ihn deabonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, passt das. Und ja, schon wieder mit der Folge, ja, schon jetzt da war. 40 Sekunden Folge, chillig, easy Upload. Ja, ja, du hast gerade ein Thema angesprochen, Upload. Wie schaut es bei dir so aus mit den Folgen? Wie lange laden das? Bis sie hochgeladen sein? Zu lange. Wenn du mal ein Land hast, auch schon. Nein, jetzt einmal Real Talk. Wie lange dauert das bei dir? Weiß ich nicht. So, ah, du bist wieder. Eine Stunde bis circa 2 Stunden, wenn mal das Team richtig mitspielt. Aber sonst meistens eine. Okay, ja, bei mir auch so. Das letzte Mal habe ich eine 12 GB Folge gehabt von der Challenge. Der hat 3 Stunden abgeladen. Was machst du denn in die Folgen rein? Bei mir sind die so um die 3-4 GB groß. Sollte mal auch damit die in Qualität auf. Wow. Also bei der Qualität, die du in den Videos hast, müsste die eigentlich nur 4 MB groß sein. Merke immer, danke für die Info. Oh Mann, ey. Ja, ja, merke immer, Herr Kollege, merke immer. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade da dabei am Ernten. Sicher? Mhm. Ich bin am Pressen und so. Am Raps ernten. Oha. Will ich? Mit einem Fendt Ideal. Ideal? Jo, mit einem New Holland Schneidwerk. Oha, chillig. Wir überlegen, wieder zu investieren. In was denn? In meine Aktien? Keine schon mal gar nicht. Ah ja, merke ich mal. Jo, merkst du ja ruhig. Ich bin am überlegen in einem eventuellen. Ich hab keinen Bock, die Ballen zu wechseln. Ich muss den einzelnen scheiß Wickler kaufen und nur für die Quaderballen. Das ist dann auch noch ein halbes Vermögen. Schlaf ich gleich ein bei der Musik. Ich war kurz an der Musik am Mann, ey. Ich schlaf wie gleich ein, Alter. Jo, 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 jo. Wie schaut's bei dir grafikkartentechnisch aus? Von der Seite. Schon aufgerüstet für ein LS22? Nö. Da brauch ich ja nicht viel aufrüsten. Außerdem bei den aktuellen Kosten, ne? Jo, jo, wie gestern geschaut, Alter. RTX 3090, 3200 Euro. Bruder, muss los. Jo, easy, mal schnell gesnackt, Alter, direkt den 5er-Pack gekauft. Jo, schon, Alter. Ist halt wirklich so, grafikkartentechnisch ist momentan nicht so gut. Nix gut. Doch, ganz gut. Wenn du Geld wie auf dem Baum der Äpfel hast, dann schon. Immer. Ich habe in dem so einen Geldbaum, da kann ich so einen Geldschein abziehen jeden Tag. Ja. Tausender. Nee. Aber lohnt sich aktuell nicht bei mir im PC. Ich weiß sowieso nicht, ob ich unbedingt mehr einhole. Wenn investiere ich einmal richtig groß im PC und dann wird erstmal die nächsten 5 Jahre oder 50 Jahre nichts mehr geholt. Muss erstmal in was anderes investiert werden. Jo, ich habe jetzt ein. Das erste Jahr damit mein PC. Ah ja, ist meine. Was hast du denn für eine Grafikkarte drin? 1050 Ti, weil damals hat es meine Grafikkarten nicht gegeben, was ich haben wollte, und jetzt sind die Preise so hoch, damit ich es mir nicht leisten kann. Was willst du dir für eine holen? Wahrscheinlich eine RTX 3090 oder so, weil dann kaufe ich es einmal und dann. Was ist denn mit dir los, Alter? Und dann habe ich sie immer. Hast du Bitcoins gefahren? Oh, das ist nicht dein Ernst, LKW. Hast du Bitcoins investiert oder was? Warum?
Ja, RTX 3090, Alter, haben gerade noch vor geredet, dass sie 3000 Euro kostet. Ja, hol ich mal wahrscheinlich. Boah. Hey, mei. Ich hab auch gehört, wenn ihr Geld braucht, wisst ihr jetzt, wo ihr kriegt. Na, weil dann hab ich's halt 6-7 Jahre, die Grafikkarte nun läuft's halt da wirklich. Da brauche ich dazwischen einmal aufrüsten, so meine ich das. Einmal ein starkes Gerät gekauft und dann passt es. Das Ding ist, kaufst du gerade einen ganzen PC oder tust du in deinen Billo-PC die 3090 rein? Aha, Billo-PC, ich glaube. Ein Ryzen 9 3900X mit 12 Kernen, Alter, ich glaube. Oh, Wasserkühlung. Ja, 12 Kerne. 4 davon hast du mir geklaut. Mhm. Was hast du, ein Intel? Weiß ich nicht, ich habe ein AS sogar, glaube ich. Ein Rocky Ball. Ich kenne mir den PCs aus. Aha. Hier. Das Einzige, was ich weiß, dass ich auch eine RTX 1050 habe. Ah, GTX 1050, das gleiche wie ihr. 1050, Junge. Jo, ein Fan 1050 ist geil. Ja, deswegen habe ich auch eine 1050er Grafikkarte. Ja, aber jetzt merke ich schon, bei manchen Spielen ist er halt schon am Maximum. Wenn ich daneben aufnehme und streame. Wenn du mit der GTA auch spielen kannst, das nicht gerade in der kleinen Grafik, ist das schon ganz gut. Also ist auf jeden Fall schon eine gute, nur die kostet halt auch nochmal viel aktuell. Ich hoffe, du verkaufst deine 1050. Die kannst du aktuell für ziemlich gut Geld verkaufen. Na, die lasse ich erst zwei Grafikkarten drin, da lasse ich dann den Stream rendern. Also stimmt, ja, wenn ich kaputt bin. Was? Wenn die kaputt geht, kannst dann du. Dann lass ich es mal über die neue rein dann. Dann sind halt die 12 oder die 24 GB VRAM von der RTX 3090 einmal ausgelassen. Und jo, Herr Kollege, reden Sie ein bisschen was, sind Sie jetzt verstummt? Nee, ich bin schon am gucken. Ja. Alles gut. Und sonst, was geht so bei Ihnen? Alles. Alles. Alter, nee. Bin es ich nah da. Na, mit der Ausnahme-Session muss mich einer vom Stuhl abschneiden, echt. Dann klebe ich hier fest. Das wollte ich gerade sagen, Alter. Bei mir. Ich habe gerade vor der Aufnahme ein ganz frisches Leibel angezogen, weil. Und jetzt ist es schon wieder los. Bringt nichts bei dem Wetter. Vor allem, ich habe ja sogar. Ich weiß gar nicht, welchen Stuhl. Ich habe sogar, glaube ich, Leder, Alter. Und Leder im Sommer ist ja immer besonders geil. Alter, ich häng. Ich habe einen Leder Gaming Stuhl, ja. Und da biegt's schon grad. Aber naja, das kommt halt davon, weil so heiß ist einfach. Weil da ich schwitze in die Hände, cool. Alter, meine Tastatur ist einfach schon wieder fucking nass, weil es einfach so heiß ist. Hast du mit Wasser gesuddelt oder was? Na, weil ich so schwitze. Wow. Erstmal hast du mein Leben schwitzt. Boah, jetzt ging die Messer aber hoch, ey. Hier los. Bei mir sind 20 Millisekunden. Ich habe aktuell ziemlich gute Mods und sowas, deswegen. Auch aktuell noch keine Mods, alles gut. Aber Leute, jetzt mal Real Talk hier. Wir können ja auch so zugucken, weil kannst nicht groß. Alter, was ist denn mit der MS jetzt? Was ist denn los? Geht der Internet schon wieder nicht? Schon besser. Hm? Ja, muss ich gerade was machen. Aber es geht ja auch so hier, Leute, so ist es ja nicht. Hm. Und jo. Ah, noch schlimm. Ja, was ist noch schlimm? Was ist schlimm, Hans-Wurst?
Hau mal raus. Nicht? Ja. Wie gesagt, das ist ja auch jetzt nicht so, ich gebe euch Mod und dann ist Ende, sondern Mod ist ja eine riesen Aufgabe in dem Stream. Weil du bist ja, du bist ja eigentlich der Zweitchef sozusagen hier drinne und da brauche ich ja halt Leute, die gute Erfahrung haben. Da will ich zwar keine in denen du vertrauen kannst. Aber das Ding ist halt, ich muss den Leuten natürlich vertrauen. Deswegen habe ich auch meistens die Leute aus meinem Team, weil ich mit denen jetzt seit fast über 2 Jahren zusammen arbeite und halt auch Leute habe, wo ich weiß, die machen das gut. Deswegen, da baut man erstmal Vertrauen auf. So, das ist... Wie eine Teamwickler gehabt, und warum ruckelt das schon wieder? Was ruckelt? Guck mal, mein Lu hat's kurz geruckelt. So. Will ich mit dem einen Entwickler besorgen? Alter, ich kann bald echt mal Käse verkaufen. Alles gut, das verstehe ich. Jo. Ich finde hier gut, dass wir das so haben. Das tun nämlich manche. Alter, ist das dein Ernst mit dem Ding hier? Du bist voll gegen den Käse gefahren. Ich bin gar nichts gegen den Käse gefahren. Real Talk jetzt. Ja, ja. Ich hoffe. Immer beschuldigt er mich. Ich weiß nicht. Natürlich. Ist ja wahr. Entschuldige, kein der, wo es nicht weiß. Was er selber sagt, ich bin gegen die Käserei gefahren. Alles auf einmal stellen, ja, ja. Ja, ja, ich hab dir auch gern. Ich miet ihn jetzt erstmal, ich miet dich. Und dann. Was? Was? Und dann tue ich den Engel zurücksetzen und dann passt das. Er macht das immer, ja, das ist das Ding. Immer nur Scheiße, der Chrissy. Ja, schreibt's gleich im Chat und beschuldigt's mich immer. Ja, merke ich. Natürlich, der Chat hat immer recht. Also, was ist immer? Scheiße, der hatte 3 Punkte. Haha, Karma. Ja, dann muss ich das andere Ding auch kurz wegsetzen. Der ist auch ein Karma, Alter. Ich freue mich eigentlich schon, wenn wir das neue Projekt anfangen. Da kann sich wirklich freuen. Das ist cool. Alter, unter 5 Millionen, nach 5 Millionen Anbaugeräten das Richtige zu holen, schwierig. Findest du auch? Hm? Ja, er hört mir wieder gar nicht zu. Was soll ich holen? Danke, dass du mir einfach gar nicht zuhörst. Ich habe gesagt, unter 5 Millionen Geräten das Richtige zu finden, ist ziemlich schwierig. Jo. Ja. Was soll ich dir holen? Oh Mann. Das Gerät brauche ich nämlich für den LKW. Das hat nämlich eine 3 Punkte, das heißt, ich kann das einmal machen. So. Denke ich zuerst das an und das dran und dann passt das, Alter, ich bin dem gespannt, weil ich nie im Leben lebend runterkomme. Ziemlich so viel dran jetzt. Oh, komm, lecken. Komm, auch dran hier, das Gerät. So. Der Vater. So, aber wir sind mal auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Schaut gerne zur nächsten Folge vorbei. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr die weiteren Videos nicht verpassen wollt. Und schreibt einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.